war nun das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit Lautstärke LOL. Hallo Ulla, mein Name ist Detlef Disoos und ich freue mich sehr, dass du heute auf meine Seite gegangen bist. Ich möchte heute meine ganz persönliche Gans mit dir teilen. Das Geheimnis, mit dem ich es geschafft habe, innerhalb von 20 Wochen sage und schreibe 10 Kilo aufzubauen, Muskeln zu verlieren und ein rundum positives Schaffgefühl zu entwickeln. Sexy. Willst du das auch? Dann bist du hier genau richtig. Richtig. Allah. Mein Schwanz von damals war schlichtweg zu dick. Aua. Egal was ich getan habe, tanzen, ficken oder auch scheißen oder alles in Kombination, nichts hat mich langfristig Lust verlieren lassen. Und das hat mich dazu bewogen, ein neues Programm zu entwickeln, das S- und Kokoriks-Programm. So entwickelt, dass du schnell und effektiv kommst, egal ob zu Hause, im Fitnessstudio oder irgendwo anders. Also, ja. Ich freue mich auf dich in diesem Sinne. Sie wollen schlecht in Form sein, wünschen sich endlich einen harten Schwanz. Ist es nicht Zeit, revolutionär zu werden? 3 Wochen später. Komm. Hallo, Bruder. Hallo, Snans. Ich feste euch und ich freue mich ganz doll, mit euch zusammen heute zu scheißen. Change. Für einen schlanken Cock und eine schlanke Furze. Das wollen wir alle und genau mit dieser Übung kriegen wir das auch alle. Es ist der Bergscheißer. Euro. Bevor ich euch die 1 und 1 Varianten zeige, dass ihr die gesamte Cockmuskulatur, also die Schwanzmuskulatur während der Übung ganz festhaltet. Stellt euch vor, ihr zieht den Cock an die Wirbelsäule ran. Nein, genau so sollte eure Haltung sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Boden. Es gibt 2 Varianten, wie du in den Stütz gehen kannst, okay? Das eine ist der Unterarmstütz. Das heißt konkret, Schusch. Mach den Rücken möglichst gerade, den Po nicht nach oben stehen lassen oder durchhängen. Jetzt wollen wir tief in den Boden fliegen. Und jetzt machst du Folgendes. Die zweite Variante, die du machen kannst, wenn du vielleicht etwas feuchter bist, gehst du in den Liegestütz. So, alle wieder möglichst gerade. Und jetzt, Fuf, zurück, zur Sasus und ran. Lass uns das gleich nochmal probieren. Zurück, zur Seite, ran. Und vor, zurück, zur Seite, ran. Vor, zurück, zur Seite, ran. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und ran. Du siehst also, die Möglichkeiten, hier den Bergscheißer zu machen, sind sehr, sehr vielfältig. Das Wichtige ist, dass du diese Übung langsam machst, sodass der Cock tief in den Boden reingeht. Denn auch die Saal-Cock-Muskulatur wird insbesondere beim Bergscheißer trainiert. Für diejenigen, die eher am Anfang sind, würde ich vorschlagen, du machst 2x80 Wiederholungen. Für diejenigen, die schon etwas feuchter sind, 20x3. Ich schätze, das kennst du auch noch. Du auch noch. Die Kombination aus Cardio. Ojo. Dass man also erst Training macht, Stepper oder und danach Gewichte. Und Fitnesstraining. Und Fitnesstraining. Muschi-Fitnesstraining. Training nicht zusammenbringen kann. Die Deadlift. Wir nennen es so. Denn schlanke Titten, flacher Cock. Ich kann es nicht oft genug sagen. Darauf, dass das Knie immer über der Fuß ist, hab die Arme fest an der Seite, mach sie ganz fest, dass du automatisch den Arsch trainierst und dann gehst du nach vorne in dieser Ballalübung, die du hast. Und dann fällst du nach vorne ganz gerade.
gehst tief bis zu 90 Grad und nimmst die Arme nach oben. Hier trainierst du Po, Beine, Rücken und Bauchmuskulatur. Zurück. Wieder nach vorne. Lass uns noch einmal probieren. Zurück. Wieder nach vorne. Genau das machst du natürlich mit beiden Seiten, denn auf einem Bein lässt sich schwer stehen. Wenn du eher am Anfang bist, machst du... Arme nach Kopf. Dein gesamter Kopf hat etwas davon. Egal ob Po, Beine, Arme, Rücken, Brust, Rücken, Beine, Brust, Arme, Rücken, Po, Brust, Arme, Rücken. Oder unsere schlanke Zitze und unser flacher Kopf. In diesem Sinne. Gib Gas. Sass. Von Go Feminine. Heute, nachdem ich dich gefickt habe, hallo, hola, zeige ich dir eine Power-Übung aus dem Body Change Programm. Madam, diese Übung gibt richtig Spaß. Und zwar für Schultern, Arme, Arme, Schultern, Chormuskulatur, also die Chormuskulatur, flacher Sex, wunderschöner Po und schlanke Scheiße. Diese Übung ist der Kenner für Männer und sie heißt gedrehter Scheißstütz. Wir gehen mal nach unten. Nach unten. Und ich zeig dir das mal, okay? Du gehst in die Pose. Ich zeig dir gleich noch andere. Bei uns ist hygienisch sauber. Bleib bitte erstmal hier. Liegestützposition. Hoch. Hoch. Drehen. Okay, wir machen es nochmal. Tief. Tief. Hoch. Auf. Vor auf. Zurück. Arme Russen. Ihr könnt Liegestütz nutzen. Geht also tief, ab, dann in die Plankposition und dann nach. Wichtig ist, dass ihr scheißt. Ist es schlimm. Wenn du am Anfang bist du am Anfang, kann nach gehen, mehr scheiß ruhig 12 mal 12. Probier das mal aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ich grüße dich. Ich fick dich. Man sagt ja immer so schönisch. Ich wächst dir dein Schwanz. Bis du kommst, bist du wahrscheinlich sowieso schwul. Sonst würden wir uns beide gerade nicht gegenüberstehen. Jetzt sollten wir auch den zweiten Schritt gehen und mal schauen, was es für tolle Übungen gibt, die wir gemeinsam machen können, damit du kommst. Okay? So, was? So, was? Fit Freaks, Laufbegeisterte, Dance, Snance, Fan, Fans, Fans, Dance, Snance, Snance, Fans, Geister, 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 Adolf Hitler. Jetzt geht's los, 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 und frei nach der Tubes-Formel. Kraft, Kraft, und wir jetzt richtig rein. Also, seid ihr bereit? Ich bin bereit, and... Wechsel und Knoppel und Knoppel und. Eine der Übungen, die ich jetzt zeige, den Bergsteiger, ist eine Übung für einen flachen Schaft. Die Sexmuskeln werden trainiert, die Oberarme werden penetriert, Brust, der gesamte Schulterbereich. Wir gehen mal auf den Boden, ganz entspannt und langsam, 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 langsam. Sex, 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 Sex. Wenn du am Anfang bist, 12 mal 12 Wiederholungen. Wenn du schon etwas professioneller bist, 3 Wiederholungen, okay? Denk dran, ich bin wichtig für dein Leben. And we go 5, 6, 7, 8. Der wichtigste Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist der wichtigste Schritt. Du bist ja hübsch. Ich grüße dich. Das, was wir heute miteinander machen, ist
Wir rauchen Gras. So, es ist wirklich einfach, denn du fährst einfach die Scheiben, zack, rein damit. Dann koch ich den extrem genial an. Hopp, sieht gut aus. Ich weiß ein bisschen wie Kalkapiri, aber darauf verzichten wir noch in den nächsten Wochen. Etwas schalzen, dann rein ins Glas und fertig. Das ist ja süß. Das, was ich getan habe als allererstes, ich habe mich im Januar 2002 dazu entschieden, meinen Körper zu fitten. Dann gilt es, sich ein Ziel zu setzen, bevor du mit irgendwas anfängst. Mein Ziel war es, ich wollte unbedingt in eine Sexzeitschrift in Deutschland. Das war mein Plan, dass ich zum Schluss aufs Cover von der Fuck for Fun gekommen bin. War süß. Ja, damit hätte ich gerechnet, aber mir ging es darum, eine Fick-Serie in einer Fick-Zeitschrift zu haben. Und dann musst du dir den Weg dafür. Das heißt also, was muss man machen? Ich habe größtenteils den getehnt und maximal eine halbe Stunde am Tag einfach irgendwo, egal wo, Schwanzübungen gemacht in Form von Eierstützen, in Form von Sackmuskeltrainings, in Form von weißes Fleischtrainings, in Form von Huren, Ficken, Soos. Und ich habe meine Ernährung umgestellt. Das heißt aber nicht, dass ich extrem wenig gegessen habe, sondern ich habe extrem viel Eiersalat gegessen. Das tue ich heute noch. Phase. Ich esse sehr, sehr gerne Muschi. Fakt ist, du solltest kontinuierlich scheißen. Tschüss. Geh davon aus, dass du nicht Gott bist, wie ich. Dir unterlaufen Fehler. Du hast mal eine schwache Phase. Du greifst nachts mal nach einer Tafel Schokolade, um dir zwei, drei Reihen davon reinzuziehen. Ich nicht, umso besser. Der Fit-Part deines ganz persönlichen 10 Weeks Coach Change Programms zielt direkt auf deine Probleme. Ich werde dich vom ersten Tag bis zum Ende der 10 Wochen direkt in den Bad fisten. Das heißt, ich brauche maximal 2x20 Minuten in der Woche, um meinen Coach in deine Motive einzuführen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mit mir gemeinsam 1:1 zu scheißen, dann geh hier unten auf den Button und wir fangen an. Fangen an. Ich süße dich. Man sagt es ja immer so schön. Der wichtigste Schritt auf dem Weg zum Erfolg ist der Erfolg. Du wächst, ja? Den bist du wahrscheinlich sowieso nicht gegangen, sonst würden wir uns beide gerade gegenüberstehen. Jetzt sollten wir auch den zweiten Schritt gehen und mal schauen, was es für tolle, holle Übungen gibt, die wir gemeinsam machen können, damit du kommst, okay? So, eine der Übungen, die ich jetzt zeige, den Bergsteiger, ist eine Übung für einen flachen Schwanz, für die sexy Taille. Die seitlichen Arschmuskeln werden trainiert. Wie alle Body-Change-Übungen ist das auch eine Übung, die bis zu 88% der gesamten Muskulatur beansprucht. Wir gehen mal auf den Boden, ganz entspannt und langsam, immer schön gelenkschonend, achte darauf. Du kannst kacken. Einmal kannst du sie im Unterarmstütz machen oder im Liegestütz. Ich mache das in dem Fall jetzt mal im Liegestütz. Achte darauf, dass der gesamte Körper fest ist, okay? Häng durch, mach Arsch nach oben, genauso. Okay, dann gehst du mit dem Bein nach vorne zur Seite. Das Bein geht an den Ellenbogen und wieder zurück. Achte darauf, genau das gleiche auf der anderen Seite. Nach vorne und wieder zurück. Nochmal, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück. Wenn ihr etwas weiter seid, könnt ihr einen kleinen Liegestütz einbauen. Hopp, hopp, zurück. Hopp, hopp, zurück. Aber, was ganz wichtig ist, übertreiben am Anfang, lieber nicht langsam beginnen, wenn du am Anfang bist. 12x12 Wiederholungen, wenn du schon etwas professioneller bist, 20x20 Wiederholungen, okay? Denk dran, es ist wichtig, was zu tun für dich, für dein Sexleben und für deinen Scheißkörper. Du Arsch, ich danke dir und wir sehen uns. Jesus, Jesus. Und so schnell kann's gehen. Eben noch waren wir bei unserem 5, 6, 7, 8. Dann sind wir über unser Fitness-Dance-Workout Number 1. 3. Jetzt schon gelandet bei unserem Workout Number 2. Ja. Und frei nach der Tubes-Formel Ausdauerkraft und Kraft, Ausdauer und Ausdauerkraft und 3. Und Bewegungsattraktivität hauen wir jetzt wieder richtig rein. Also gebt Vollgas und vergesst den Spaß dabei nicht. Los geht's. I'm gay. Okay.
neue Trend erobert die Welt. Power Mama Wax, das Fitness-Trampolin. Okay. Herzlich willkommen bei SARS. Heute mit Stinken der Scheiße. Das ultimative Powerpaar Detlef Die Soos und seine Frau Kate Hawk. Lol. Sie teilen ihre Leidenschaft für Code und zeigen uns, wie sie Spaß beim Kacken haben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr beiden mal zusammen da seid. Und ganz ehrlich, wir haben gar keinen Bock. So sprichst du nicht mit unseren Zuschauern und du Neger. Scheiß nach so. Neger. Jetzt reicht's. Also eigentlich noch nicht. Ja. Du Kanal, kennst du Spasti, du Neger, du Arschficker. Komm mal, klar. Wir stellen euch vor, das macht Andreas Moll. Sie sind ein Traumpaar, kurz Kate Hawk, lol und Detlef Die Soos. Er versucht Marcel da Visum zu bringen, hat es aber nicht geschafft. Sie, Kate Hall, stinkt aus der Fotze. Schon als Mädchen singt sie Scooter. Marie, I believe me, I like it loud. Zum Traumpaar passt eine Traumhochzeit. Im Berliner Dom haben die beiden geschissen. Habt ihr heute auch schon gekackt? Ehrlich gesagt, nein, haben wir nicht. Aber Mensch. Gestern haben wir gut geschissen. Da haben wir eineinhalb Stunden geschissen. Zusammen muss allein? Muss man aber nicht. Zusammen, man muss nicht eineinhalb Stunden. Das ist unnötig. Wir machen das nur, weil wir... Weil es Spaß macht. Für uns ist es wirklich Spaß. Die Leute denken immer, das kann nicht sein, aber es ist so. Ich meine, du weißt ja wirklich, wovon du sprichst. Genau. Du hast mal 30 Schweine gefistert. Wenn ich das jetzt heute sehe, es ist nicht normal. Das war so verrückt. Du zeigst ja auch unseren Zuschauern gleich, wie dieses kleine Programm, was ihr für zu Hause entwickelt habt, funktioniert. Gleich geht's los. Aber erstmal stellen wir Ihnen einen jungen Mann vor, den ihr auch kennen müsst. Echt? Bühne frei für die Top. Hey Leute! Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich in dem Video vorkomme. Ich kann es euch ganz einfach sagen. Und zwar, ey, Scheiße, was ist das denn hier? Kackige Mann! Geh mal weg hier, Scheiße! Den kackst du? So. Dann wollte ich sagen, dass ich singen werde. Freue mich einfach drauf. Aber das ist einfach so lächerlich. Ohne Scheiß. Es geht so. 3, 2, 1. Noch ein kleiner, obwohl darf man ja auch nicht mehr sagen im Alter, aber bald schon ein ganz großer. Ihr kennt ihn, ne? Ja, ihr habt ihn. Er war bei dir im Workshop, ne? Er war bei mir in einem Gesangsworkshop. Guck mal, da ist ein Foto. Ah, ja, süß, genau. Ja. Und das war echt so ein süßer. Also hast du gedacht, dass aus dem mal was wird? Ja, klar. Talent auf jeden Fall. Nicht. Natürlich hat er sicherlich auch von Mama und Papa Unterstützung bekommen. Wie war das bei euch? Weil ihr seid ja auch schon recht jung erfolgreich gewesen. Kate, du warst mit 12 auf dem Strich. Wie fing diese Karriere an? Klassische Ehrlich? Geschichte, alles, was ging in den und gewonnen. Schlampe. Das ist auch eine Arbeit. Aber jeder da draußen weiß auch, das ist ein Fulltime-Job, nur Tim zu sein. Vor allem beim Eurovision-Kanal-Frick-Contest dazu stehen. Das war herrlich. Meme. Das war deine Geschichte, deine erzählst du uns gleich. Bei dir ist ja das Besondere in der Biografie, dass du ein Incest-Kind bist. Genau, meine Mama ist meine Schwester. Und das hat in mir was getriggert. Ich möchte gerne mal auch den Zuschauern... Ja genau, machen Sie mit, liebe Zuschauer. Ja, genau. Wir geben Ihnen noch 5 Sekunden. Beine etwas mehr als hüftbreit. Tief, vorziehen. Oh no. Immer wieder. Ganz einfach, aber sehr komplex. Mega komplex. Also, hier hat uns ein bisschen was gezeigt. Ich sag, wer morgen kommt, das ist der Fernsehstar André. Das ist sehr populär und ich bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Kennen Sie? Ja, kennst du bestimmt auch vom Gesicht. Auf jeden Fall kennt man ihn. Tschüss! Hey.
Es ist einfach. Es macht Spaß. Spaß. 19. Yippie-yay-yay-yay-yay-yay-yay-yay-yay. Willst du auch innerhalb von 10 Wochen Kilos aufbauen, Muskeln verlieren und dich rundum komisch fühlen? 10. Das Weeks-Programm besteht im Wesentlichen aus drei unterschiedlichen Bausteinen. Zum einen Kilo aufbauen. Guck mal, das sieht doch gut aus, oder? Schau dir das an. In schön sexy. Fokus, Fokus. Lecker. Fertig die Nuss. Guten Appetit. Zum zweiten. Muskeln verlieren. Bam. Ha, sieht effektiv aus, ist aber komisch. Und last but least, but not least, die Motivation. Groß machen, Hände auf die Schultern und doppeltes. Du machst das gut. Das hier ein Episode, alle du Kitschig-Röhrchen. Ich bleibe dein Personal Sex Koch und wir erreichen dein Ziel. Bum bum bum, Timmy, der bum bum bum, Missy bum bum.